Willkommen zurück bei Ni no Kuni, liebe Freunde, wo wir letzte Mal der Myrte hier etwas Mut abgezapft haben, nachdem wir ihre Familie repariert haben, indem wir den Albtraum ihres Vaters besiegt haben. Ja, und mit dem Mut wollen wir jetzt Esther in Drippys Welt heilen, in Al-Kuwait. Und dazu machen wir einfach mal wieder ein Loch in die Luft, sprich ein Portal, und zaubern uns zurück. Und flößen dann der Esther den Mut ein und haben damit wahrscheinlich die Quest gemeistert. Bin ich auch mal schon mal gespannt drauf, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Oder ob da noch andere Kieselsteinchen den Weg versperren. So, wo ist die Gute denn? Ich bin wieder direkt am Stadteingang. Muss mich dann hier erstmal weiter entlang schlagen. Oh, hier sind natürlich die Dings, die wieder respawnt, die Töpfe. Können wir ja wieder ein bisschen Geld und Gedöns einsacken. Schadet ja auch nie. So, die Quests haben wir letztes Mal hier in Al-Kuwait schon alle angenommen, aber natürlich noch nicht erledigt. Da müssen wir halt mal gucken, wenn wir draußen sind, dass wir da vielleicht die eine oder andere Quest mitnehmen können. Aber wir sprechen jetzt mal mit Esther. So. Schick. Wir haben ihr Herz wieder geöffnet. Jetzt kannst du sie heilen. Okay. Das machen wir doch mal. Knall einfach den Mut rein und die Sache ist erledigt. So, machen wir mal mit Herz schenken. Wie wir es ja schon einige Male gemacht haben. Machen wir jetzt tatsächlich den Mut. Und gucken mal, was passiert. Where am I? What happened? It was Shadar. He stole a piece of your heart. My heart? Is it you, Esther? Is it really you? Oh, my dear daughter. Father. Oh, forgive me, my child. You were robbed of your courage. But I have only myself to blame for the loss of my own. Oliver, it is you who taught me this. You have my thanks. You're welcome, Mr. Rashad. I will join you in the fight against Shadar. The day will soon come when the clarion rings out across the land once more. The clarion? Oh, it's an old story from way back, that is, back when the world was at peace, like. The three kings of our world combined their skills and knowledge to create a flute that symbolized the great peace. The sound of this flute came to represent the unity of the nations of the world. How long is it now since the call of the clarion was heard? Not since the three kings got into a right old potch and fell out, I heard. Us, the clarion will ring out again, and we will be the ones to play it. Very well, daughter. Let us do our best. Let us help Oliver in his fight. Thank you so much, Mr. Rashad, sir. So, bitte nimm mich mit, Olli. Ich will dir dabei helfen, Shadar zu besiegen. Ich habe auch so einen Vertrauten wie du, der mir zur Seite steht. Huch! Wer ist er denn? Wow, du kannst auch mit Vertrauten kämpfen. Das kann sie. Esther ist sehr geschickt darin, Vertraute zu trainieren und einzusetzen. Sie ist also mehr eine Vertrautenhüterin als eine Zauberin. Das ist mein Broiler. Cool. Also ein halbes Hähnchen. Übernike oder Übernike. Aha. Esther und ihr Vertrauter haben sich deiner Gruppe angeschlossen. Oha, oha. Wusste ich ja gar nicht, dass es geht. Schick, das wäre geklärt. Einmal zur Sache, du weißt, warum Oliver hier ist. Das weiß ich. Du willst die Künste der Weisen erlernen. Ja, wäre nicht verkehrt. Dann wirst du diese Zauber benötigen. Aha, jetzt kommen wir der Sache näher. Drahtzieher. Was steht denn da? Bewegt Steine und Statuen wie Marionetten. Oha. Und noch mehr, du hast die Seite mit dem Zauber geheime Zutat erhalten. Bereite eine Vielzahl leckerer Spezialitäten zu.
Aha, magisches Licht. Erhelle selbst die finstersten Winkel. Gott, oh Gott. Noch mehr. Schockwelle. Schleudere deinen Gegner eine Welle reiner Energie entgegen. Oha. Ist ja hier die Komplettausstattung gerade. Deine Taten haben mir deine Herkunft enthüllt. Du hast Esther geheilt, was mir nicht möglich war. Daraus habe ich geschlossen, dass du in ihre... Aha. Cleveres Kerlchen. Okay. Ja, so bin ich. So ist der Pure Heart of One. Das ist aber lieb. Vielen Dank. Ich werde sie nicht enttäuschen. Ich werde Shadar besiegen. Vielleicht, aber du musst noch viel lernen. Solange du die magischen Kötze nicht perfekt beherrschst, besteht für dich keine Hoffnung, ihn zu besiegen. Die vier großen Weisen konnten den dunklen Djinn nicht besiegen. Es ist ein einfacher Junge mehr als nur Enthusiasmus, um dies zu bewerkstelligen. Erfahrung, die er durch Prüfung der Weisen erlangen kann. Oha, Prüfung? Wo denn? Im Norden der Wüste, im Tempel der Prüfung. Genau, die Heimstatt des überragenden Weisen, des Meisters der Vertrauten. Oha, nur werden die... Oha. Rashid reist jetzt mit euch. Ja, Mensch. Und nun... blinken hier ganz viele lustige Sachen auf. Warum? Ich weiß gar nicht, warum die jetzt blinken. Gibt's hier wieder Quests? Ach, hier bin ich wieder falsch. Mann. Da muss ich lang. Und dann nochmal da oben gucken. Aber die Quests habe ich doch eigentlich angenommen. Wer war er denn? Und warum kann ich jetzt mit dem sprechen? Na gut, sprechen wir doch mal mit dem. Ich bin noch nicht fertig damit. Das Problem ist, dass dieser DP mir den Bilderbuch... was? Bilderbuch? Also das hatte ich noch nicht. Das muss irgendwie eine neue Quest sein. Aber Felix, entweder hat ihm das Herz gebrochen und hier tropft Mythe raus. Ah... Okay. Ja, natürlich. Dann müssen wir den ja mal mit Güte heilen. Da unten ist ja schon mal... Boah, hier sind ja noch 1000 Leute. Wer ist denn das? Ach, da ist eine Kiste. Kann ich die schon aufmachen? Ja, aber die roten konnte ich nicht, ne? Die waren zu. Ach nee, doch, die konnte ich. Ich erhalte 50 Gulden. Ja, das ist doch schon mal besser als keine Gulden. So. Moment. Gucken wir doch mal, ob wir direkt hier... Ist das der? Ja, der da direkt geradeaus voraus. Hier, Captain Güte. Sie sind ja ganz aus dem Häuschen. Natürlich, junger Mann. Herrje, wie viele Enkelkinder? Einen Moment. Bla, bla, bla. Herrje, mir nicht so viele. Ich will doch nur deine Güte oder dir irgendwas abzapfen. Mach hin! So viel Güte. Ja, hier, her mit der Güte. Gut. Vielen Dank für Güte. Herzempfang. So. Schmupp. Und dann haben wir die Güte. Und weil wir so gütig sind, lassen wir natürlich... Huch. Jetzt sind wir wieder in dem Menü. Ja. Gut. Weil wir jetzt so... Raus hier, Mann. So gütig sind. Können wir hier auch das Blinken mal mitnehmen. Und erhalten einen Augenöffner. Das sah allerdings eher aus wie eine Birne. Oder hinten sehe ich ja noch was blinken. Das holen wir uns mal eben, bevor ich das wieder aus den Augen verliere. Scheint ja hier alles respawned zu sein. So, was haben wir denn hier drin? Weiß gar nicht, ob es... Oh, ich erhalte ein Weißbrot. Ist auch nicht schlecht, das geht uns ja eh langsam aus. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwie ein Tragelimit oder Lastlimit gibt. So, jetzt kann ich den mal hier eben vergüten. Mit Herzschenken. So, und Güte. Zack. Gut. Haben wir das ja dann anscheinend auch gemacht. Oh, dann gibt es ja wieder Stempel.
Hoffe ich, dass es jetzt Stempel gibt. Ja doch, ich glaube zwei gab's, ne? 2000 Schlager Kaffee und 100 Gulden. Von so einem kleinen Jungen. Ist ja unglaublich. Und zwei Stempel. Ja, und zwei Verdienststempel. Gut, was ist hier mit der? Die hatte ich schon angequatscht, ne? Ja, das war die Dickschädel. Gut, daran erinnere ich mich. So, was haben wir denn hier oben noch? Da haben wir wieder die... Mit welcher von beiden denn? Nee, das war falsch. Da hinten. Mit Sindbad muss ich jetzt reden. Was will denn Sindbad? Stimmt was nicht. Ich konnte das Rezept für das berühmte Kuwait... Was? Kuwaiti-Gericht? Was für ein Gericht denn? Tiki Mahala? Aha. Ein raffiniertes Curry aus dem zarten und saftigsten Rindfleisch. Na super, jetzt habe ich Hunger. Und warum hat er einen Golfschläger in der Hand? Ach nee, das ist eine Suppenkelle. Da läuft einem ja das Wasser im Mund zusammen. Oh, vier Stempel. So. Was will er denn? Etwas Reis, etwas zartes Fleisch und eine Prise der Würze des Lebens. Reis, Fleisch, Würze. Aha. Ich fürchte, ich weiß es nicht genau. Aber ich habe gehört, dass jemand, der scharfe Scheich genannt wird, irgendwo in dieser schönen Stadt lebt. Scheich, aha. Dann zögert nicht, mich zu fragen. Cool, wer ist denn der scharfe Scheich? Man weiß es nicht so genau. Jetzt muss ich mal wirklich ins Tagebuch gucken, was ich hier noch aufhabe. Neu. Überzogener Leihfrist, der war aber abgeschlossen. Ein bisschen Farbe. Monsterjagden immer noch nicht. Ja gut, dann gucken wir doch mal hier rein, was hier hinten ist. Oder lassen die mich nicht durch? Halt, ohne Erlaubnis von Meister Abula dürft ihr nicht... Aha. Also da komme ich noch nicht hin. Naja, dann. Was ist das denn hier für ein Laden jetzt eigentlich? Kann ich da jetzt eigentlich Bananen kaufen? Nö, keine Ahnung. Kann ich nichts machen. Muss ich jetzt hier unten nochmal gucken? Und wenn nicht, sind wir in der Stadt ja quasi erstmal fertig. Und können dann rausgehen. Wobei, bevor ich rausgehe, gucke ich mir nochmal an, was ich da jetzt für Leutchen bekommen habe und was die können und überhaupt. Das habe ich noch nicht ganz gecheckt. Oh, jetzt bin ich hier schon wieder vorbeigelaufen. Moment, hier einmal zurück. Was ist denn das hier für ein Turban? Mopedmann? Den muss ich auch nochmal bequesten. Seufzt, ich fühle mich so ausgebrannt. Sind Sie krank? Krank, das ist schlimmer als eine Krankheit. Viel schlimmer. Ich hatte es, hat Gewürze zu mischen und Gewürze mischen ist mein Leben. Der scharfe Scheich. Aha. Ach, müssen wir den heilen? Es gibt kein Warum, es ist aber nur Leere. Ach, der ist ja wieder, der braucht ja mal ein bisschen Enthusiasmus, Mann. Aber so richtig Enthusiasmus. Gut, bitte belästigt, ja, gebrochenes Herz. Echt, ihr habt kein bisschen Enthusiasmus, nehmen wir an. Gut, wir müssen ihm helfen. Das ist ja ganz klar, dass wir das machen. Und wir hatten ja hier schon, da oben läuft doch unser Enthusiasmus rum. Ist das hier der Kleine? Ist er das? Schnauf, uff. Ich werde bald Oasen rennen. Nee, der war es nicht. Die hier ist es. Ja, genau, jetzt sehe ich es auch. Jetzt blinkt hier nämlich meine Fiole. Gut. Schrecklich wilde Kreaturen. Keine andere Wahl als nachts. Mann, oh Mann, das klingt nicht gut. Gefährlich, die würden meine Existenzgrundlage... Wow, die ist ganz schön mutig. Genau, Mut. Leute in Not, Mut, aber ich brauche doch Enthusiasmus. Naja, egal, ich nehme einfach mal von der den Mut, den kann ich vielleicht später gebrauchen. Jetzt brauche ich aber immer noch Enthusiasmus. So, ich habe Mut erhalten. Schön. Gut. Aber das war ja nicht das, was ich wollte. Muss ich mal wahrscheinlich in die Läden noch gucken. Gucken wir doch mal. Gehen wir erstmal hier zurück zum Anfang. Ah, hier drüben war ich noch nicht. Ah, da blinkt auch direkt noch. Moment, ich drehe mich mal einmal um. Ah, hat sich schon gelohnt. Hier ist nämlich eine Kiste. Und, ah, drei Weißbrote. Das ist doch super. Die sind uns ja wirklich langsam ausgegangen. Ich habe schon befürchtet, dass ich mal für Kohle was kaufen muss.
So, dann hier nochmal das mitnehmen. Oh, noch mehr Weißbrote. Das ist ja echt top. Und das meine ich ernst. Das ist jetzt nicht ironisch gemeint. So. Ich kann einfach nicht gehen. So, ich bin auch... Ach, der braucht bestimmt Mut. Milcheis, eine Reise anzutreten, auf der... Ja, und du hast aber keinen Mut mehr, ne? Gut. Es braucht viel Mut. Du verstehst nicht. Ich kann nicht mehr auf diese Reise gehen. Ja, er hat Angst. Dann heilen wir dich. So. Du siehst... Sinneswandel. Nehmen gebrochenes Herz. Das kann gut sein. Mut, genau. Ja, nehmen wir an. Zack. Wir müssen etwas Mut für ihn auftreiben. Ja, den haben wir ja schon dabei. Wir reisen ja nie ohne Mut. Zack. Und dann Herz schenken. Und Mut. Tada! Und damit haben wir den Quest ja auch schon wieder gemeistert. Bei den Bärten der Vorväter. Ich bin mit kolossaler Kühnheit. Ja. Gut. Schick. Das ist ja ganz der Alte. Und gibt mir einen Stempel. Sonst werde ich aber richtig ungemutelig. 3 Kartoffelküchlein und 100 Gulden. Und 2 Stempel. Ja, da haben wir die Karte ja auch schon halb voll. Und ich wollte mal hier reinschauen, ob in den Hütten vielleicht irgendwas drin ist, was ich abzapfen kann. Da kann man ja, glaube ich, nicht reinschauen. Ich drehe mich mal um. Da ist noch was, was ich klauen kann. So, zack. Eine Kugel salziges Eis. Hm, wie lecker. So. Zu sein. Aber die kann ich doch bestimmt öffnen. Schloss öffnen. Zack. Und da ist die Truhe offen und ich erhalte eine Tasse starken Kaffee. Schön heiß und lecker, Junge. Echt jetzt? Gut, aber hier ist ja anscheinend niemand drin. Dann mal hier wieder raus. So. Und jetzt wollte ich aber hier mal gucken. Da unten habe ich Esther, die auch einen Vertrauten der Stufe 10 hat. Und hier habe ich Esther, abgenutzte Harfe, Angriff verteidigen, fliehen, Taktik, Proviant, Melodien. Was ist denn fliehen, Taktik? Fähigkeiten. Moment, was habe ich denn hier? Hä? Moment. Jetzt bin ich ja ganz verwirrt. Gut, nochmal. Oliver. Fähigkeiten. Lindernde Hand. Gelernte Zauber. Feuerball. Eiskälte und Schockwelle. Das sind meine Zauber. Was ist denn da unten die Taktik? Den habe ich ja im Kampf noch gar nicht gesehen. Proviant und Melodien. Wie komme ich jetzt hier hin? Tritra-tralala. Der fetzige Rhythmus dieser Melodie regeneriert einen kleinen Teil der Lebenspunkte eines Verbündeten. Aha. Ja, da wird ja Tritra-tralala jetzt mal bevorzugter Zauber. Oh Mann, ey. Und er hat einen Supertrick. Crescendo. Ein musikalisches Meisterstück verstärkt die Fähigkeiten aller Verbündeten. Aha. Gut. Und was kann der? Angriff, Ausweichen, heilende Träne und Entladung. Und der ist nicht ausgerüstet. Tricks. Heilende Träne, Entladung, klarer Kopf, Plitschplatsch. Oha. Ich habe keine Ahnung, wann, wie und wo ich die gleich steuern kann oder soll. Keine Ahnung, Freunde. Nicht die geringste. Aber das werden wir schon irgendwie rausfinden, ob ich die dann im Kampf wechseln kann oder so. Ich kaufe jetzt auch nochmal keine Klamotten für die. Ich überlege gerade, in Ding Dong Dell konnte ich noch einmal Enthusiasmus zapfen und dem einen einflößen. Das würde funktionieren. Nur die Frage ist, ob es jetzt hier nicht nochmal Enthusiasmus bei den einheimischen Ortsansässigen gibt. Ach, ich wollte ja in die Läden mal reinschauen. Das war ja mein Plan. Jetzt habe ich den Plan ja schon wieder vergessen. Oh Mann. Aber da bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt, wie ich denn mit... Jetzt sag nicht, ich muss... Ich habe gerade eine Befürchtung, dass ich sowohl Oliver als auch Esther steuern muss. Das könnte natürlich ziemlich, ne? Wisst ihr schon, was ich sagen will? Ziemlich hektisch werden. Nehmen wir doch mal hier noch die Kiste mit. Ja, ich erhalte noch ein Sandwich. Ist ja auch nicht verkehrt.
Wahrscheinlich komme ich ja irgendwann über 100 Punkte und dann kann ich die Sandwiches auch essen. So, in welchem Laden war ich denn noch nicht da unten? Gucken wir da nochmal rein, ob da irgendwo Enthusiasmus auf zwei Beinen rumläuft. So, wo ist denn hier die Tür? Und da ist die Tür. Aber ich vermute fast, da mich die eine Quest ja tatsächlich auch zurückschickt, um in diesen Wald nach diesem Ehemann zu suchen, in diesem Goldhain, wäre es natürlich tatsächlich denkbar, dass wir nochmal komplett zurück müssen nach Katzbuckel. Also halte ich jetzt für nicht sehr unwahrscheinlich. Aber mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Da bin ich halt gespannt drauf. Hier war ich ja schon drin, aber ich glaube, hier ist auch kein Gast, den man mal eben kurz was abzapfen könnte. Schade eigentlich. Naja gut, dann gehen wir mal hier wieder raus. Und machen uns jetzt mal wieder auf den Weg nach Al-Kuwait. Haben wir hier alles angenommen. Und dann bin ich ja mal gespannt, wie sich die Kämpfe gestalten und wo ich jetzt überhaupt hin muss. Und weiß ich natürlich auch noch nicht. Gucken wir mal. So. Ach, der reist jetzt tatsächlich mit. Wo muss ich denn hin? Er hat ja gesagt, im Norden. Da. Da muss ich hin. Westliches... Was? Schimmersand. Ja. Und nebenbei muss ich noch diese... Viecher kaputt machen. Ich würde sagen, wir testen doch einfach mal direkt den ersten hier, wa? Und guck mal, das ist das erste Mal seit Jahren, dass ich aus Al-Kuwait rauskomme. Aha. Der Zweck dieser Reise ist eine Prüfung. Schon gut. So, warte mal, der... Hat der Sand sich da drüben bewegt? Ist ein Monster. Ach du Scheiße, jetzt kriegen wir ja wirklich noch was Neues beigebracht. Da bin ich ja jetzt gespannt. Jo, dann schieß los. Ach du Kacke, das ist ja drei. Let's go! Jetzt können du und Esther zusammenkämpfen. Doppelgemobbt, schick. Ach du Scheiße, wo ihr nun zwei seid, kannst du bei Kampfbeginn mit L1 oder R1 festlegen, wer das Sagen hat. Probier's einfach mal aus. So, machen wir mal. Oha. Entschuldigung. Und, ja, dann muss ich mal Esther wählen. Jetzt hat Esther das Kommando. Sie ist jetzt das, was wir Anführer nennen. Und der Anführer kann alle rumkommandieren. Siehst du den Taktikbefehl da unten? Oh, wo? Ja, sehe ich. Und nu? Damit kannst du deinen Kumpel sagen, was sie zu tun haben. Mhm. Oh, Entschuldigung, Freunde, ich muss mal eben einen Schluck trinken. Ziemliches Kratzen im Hals. Sorry. lecker. So. Mana-Punkte wieder voll. Genug getrunken. Und jetzt können wir auch weiterreden. Um im Kampf den Anführer zu wechseln, drückst du L1 und gleich darauf oben oder unten. Okay. Mal los, ihr zwei, und zeigt, was ihr auf dem Kasten habt. Aha. So, ach, Leute, wo schnitter ich jetzt? Ich hab doch gar nichts gesagt. Also der, Moment. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte mal, was ist denn hier Taktik? Erstmal gucken. Eigenständig, anderes Ziel. Moment, was ist das denn? Voller Einsatz, Unterstützung, heilen, keine Tricks, nichts tun. Eigenständig. Anderes Ziel angreifen. Ziel des Anführers, schwächsten Gegner angreifen. Schwächsten Gegner ist okay. Und was ist das hier? Melodien. Tritra tralala. Das war der Heiler. Proviant. Und ich kann hier auf ihn wechseln. Und ich war ein Stromschlag. Ach, der schnittert schon wieder. Ach du Scheiße. Liebe Freunde, ich weiß, warum ich am Anfang ziemlich hier in Al-Kuwait auf die Mütze gekriegt habe. Aber jetzt ist Olli tot. Das ist nicht gut.
Stopp! Oh, ich bin auch tot. Ja, schön. Nicht wirklich. Aber das ist natürlich jetzt richtig hardcore. Also das jetzt zu lernen. Oh Mann. Also ich glaube, ich werde erstmal mit Olli als Anführer spielen und Esha als Heiler benutzen. Oh, ich hatte schon wieder 750 Gulden. Naja. Nein, komm, einen Kampf will ich gewinnen. Sonst fühle ich mich schlecht, wenn ich jetzt die Folge beende. Dann müssen wir diese Folge... Ja, das hast du... Oh ne, jetzt auch nicht, das muss ich alles nochmal lesen. Na los, du gehst voraus, das höre ich gerne. Na los. Ja, hatten wir schon. Ich weiß. Jetzt krieg ich's nochmal erklärt. Ah, schadet ja nicht. Vielleicht verstehe ich es jetzt. Gut. Come on! So. Probier's mal aus. So, ich möchte aber eigentlich gar nicht mit Esther spielen. Aber muss ich. Ich kann nichts anderes wählen. Gut. So, und dann machen wir... Was machen wir denn jetzt? Taktik können wir da festlegen. Das machen wir nachher. Oh Gott, wie soll man das Ganze alles im Auge behalten? Das habe ich ja alles prinzipiell verstanden. So. Au. Aber so richtig au. Da muss ich ja mal Linda eine Hand zaubern. Boah, jetzt kriegt er aber Esha. Nein, ich will nicht angreifen. Stopp. Und jetzt möchte ich bitte Wichti. Genau, und Wichti möchte jetzt mal bitte schnittern. Alter Schwede, wie soll man das denn spielen? Dann dreht man ja ab. So, Sandstreuer auf den Dicken bitte. Genau, der ist blind. Und dann möchte ich angreifen, den Blinden. Und jetzt, ach, die heilt sich selber, das finde ich ja super. Gut, dann schnittern wir doch nochmal. Oh Mann, ey. Das wird ja richtig, richtig hektisch. So. Aber die sollen einfach mal heilen. Und wir nehmen jetzt mal nochmal Seppo. Der kam ja schon selten zum Einsatz. Und machen mal... Nein, das machen wir nicht. Wir machen ein Nickerchen. Ach, der hat, glaube ich, auch geheilt, dieses Vieh. Ach, das war ein Fehlschlag. Tritra tralala. Ja, Mensch, ich bin dadurch geheilt. Und mache eine Wasserbombe auf den Setzling. Hat die jetzt getroffen? Hab ich gar nicht gesehen. So, jetzt möchte ich bitte auf den da nochmal. Alter Schwede. Ein Nickerchen machen. Aber es hat anscheinend nicht funktioniert. Probieren wir ihn hier nochmal aus. Kieselregen. So. Der hat getroffen. Wir sammeln mal fix Kraft. Sinnvoll und machen los geht's. Wir gucken, ob wir den jetzt vielleicht wegbursten können. So, und da haben wir doch unseren ersten Kampf gemeistert. Alter Schwede. So. Neue Stufe. Ja, und noch anderes Gedöns. Wichti hat 12 erreicht. Gut gemacht. Deine magischen Fähigkeiten sind wahrlich beeindruckend. Genau wie das Geschick in Ruhe mit deiner vertrauten Tochter. Aha. Ich würde zu gerne mal mit deinem Vertrauten kämpfen. Hä? Geht das denn? Natürlich, dazu musst du deinen Vertrauten wechseln. Huch, wie mache ich denn das? Wähle einfach Freunde und Vertraute in Hauptmenü aus. Glaub mir, das ist wirklich ganz einfach. Wähle einen Vertrauten aus, drücke... Oha. Wow, das ist echt super. Ich wusste nicht, dass das funktioniert. Jeder kann nämlich mit einer bestimmten Art von Vertrauten besonders gut umgehen. Und wo sehe ich das? Findest du heraus, wenn du im Hauptmenü Freunde und Vertraute auswählst? Okay, aber ich gehe jetzt nochmal zurück, da ich ja anscheinend jetzt hier Vertraute tauschen und dingseln und bumseln kann, werde ich die in Alkuweit natürlich jetzt doch nochmal ausstatten und der Esther auch nochmal ein bisschen Material kaufen. Schadet ja nicht, aber ich gucke auf die Uhr, Freunde, das machen wir in der nächsten Folge von Ni no Kuni. Boah, ich bin jetzt gerade richtig geflasht, weil das wird ja richtig komplizierter Spiel. Hätte ich echt nicht erwartet. Also, es sieht wie ein Kinderspiel aus, ist aber sackschwer. Okay,
Ich sag, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.